Moin moin Leute, ich bin Lennart Kopfes Brian oder einfach nur Janik und begrüße gerade dich zu einem großartigen neuen Part von Secret of Mana. Wir sind das letzte Mal genau hier stehen geblieben und immer noch bei der Fratzenwand. Aber ihr habt mir natürlich auch schon ein, zwei kleine Tipps und Ratschläge gegeben. Zum einen soll ich mich nur noch auf die Mitte konzentrieren, also nur noch das mittlere Auge angreifen, beziehungsweise Steinzauber nur noch auf das mittlere Auge, beziehungsweise erst die anderen Augen eliminieren und dann, Gottes Willen, es ist super, super schwierig, Freunde, ihr merkt es gerade selber wahrscheinlich, weil, also, dass ihr gesagt habt, ich soll erst die anderen beiden Augen zerstören ohne Zauber und erst, wenn alle zerstört sind, dann volle Pulle mit Zaubern auf das einzige in der Mitte gehen, falls das irgendwie funktioniert. Weil der heilt sich jetzt ja immer noch volle Kajüte. Das finden wir ja eher ungeil. Auge ist erledigt. Sehe ich noch nicht so viel von. Ich möchte mal einmal bitte heilen. Das darfst du ja gerne tun. Bevor wir hier noch irgendwie draufgehen oder so. We don't want that. Wurde ich gerade nicht sogar gehittet irgendwie so mit... Ah, Energiesog natürlich. Klaro. Sicherlich, sicherlich. 83. Fratzenwand ist erledigt. Das stand da oben schon so oft, dass es mir wehtut im Herzen, dass die Fratzenwand noch nie erledigt wurde. Oh, halt das linke Auge. Beide Augen können, glaube ich, heilen. Ist das möglich? Ist denn das die Möglichkeit? Wirkt so. Sieht aber auch so aus, ob das mittlerweile doch ganz schön wehtut, was ich hier gerade tue. Ist nicht unbedingt schlecht. Solange jetzt gleich nicht nochmal der Lebensdünger kommt. Ich glaube, ich habe es jetzt gerade gejinxt. Der Lebensdünger kommt jetzt, glaube ich, jede Sekunde. Ich bin mir sicher. Könnt mir gut vorstellen, dass der Lebensdünger jetzt jede Second kommt. Ich kenne dich doch, Spiel. Komm. Halt mich nicht länger hier auf der Spanne. Er hat nochmal das Auge in der Mitte komplett geheilt. Weil jetzt gleich wird es wieder passieren, dass sie auf uns zukommt. Jetzt nämlich. Und jetzt dürfen wir alles von Rocky draufklatschen, was nur irgend möglich ist. Und zwar diese Schlammbombe. Ich hoffe, dass sie noch so gut Schaden macht. Noch eine Schlammbombe. 174 Schaden. Der kann sich da jetzt gerade nicht gegen heilen. Und das ist, glaube ich, das Krasse, weil er kriegt jetzt wirklich den ganzen 100%... 220 Schaden! Also wir hauen jetzt dauerhaft drauf. Wir haben noch mal einmal eine Efeuwand im Repertoire. Wenn wir so möchten. Können auch nochmal einmal einen traumhaften... Was kann sie mit Rocky machen? Das habe ich, glaube ich, nie nachgeguckt, wenn ich ehrlich bin. Wir können nämlich eine Steinklinge machen. Und ich glaube, eine Steinklinge ist heftig, weil Stein ist bei dem ja ziemlich heavy. Okay, der wird jetzt ganz schön schnell. Dementsprechend möchte ich jetzt, dass du jetzt schon mal deine Efeuwand zündest. Komm schon. Ich habe dem jetzt wirklich so Unmengen Schaden gemacht, ne? Wenn der mich jetzt wieder killt, dann fange ich an zu weinen. Aber guck mal, wie schnell die Wand jetzt ist. Könnten wir noch irgendwas machen, was krass wäre? Schutzaura. Aber ich habe die jetzt nur einem gegeben, das war vielleicht ein bisschen blöd. Das kann nicht wahr sein. Das solltet ihr definitiv nicht bei einer Beerdigung sagen, Freunde. Egal von wem, das ist nicht die richtige Reaktion. Bei diesem Spiel ist das vollkommen in Ordnung und top-notch. Halleluja! Praise the wall! Danke sehr! Und weiter geht's, als wäre nichts gewesen! Da oben steht nach dem Bossfight immer, und weiter geht's, so nach dem Motto, war ja nix, oder? Oder? War ja nix, war doch easy! Freunde! Wenn ich gewusst hätte, dass ihr diejenigen mit dem Mana-Schwert seid. Ich werde Heidi und Hagen mitnehmen. Ihr könnt ja die Dorfbewohner haben. Halt! Nein! Hagen, Heidi! Hagen und Heidi. Ich bin sicher, wir sehen uns bald wieder. Bis dann, ihr Hübschen. Und damit schwindet Tantalus wieder von uns. Leider, ohne dass wir sie mitnehmen konnten. Aber wir haben das Dorf gerettet. Das bedeutet, jeder Dorfbewohner kann wieder reden.
Wo bin ich hier eigentlich? Ach ja, ich saß gerade auf der Toilette. Und dann bist du im Koma irgendwo hast du überhaupt Katzenklo, Katzenklo, ja, das macht die. Hallo, Schnuppis. Ist das... Das ist ein Songtext von Helge Schneider. Ich fühle mich wie gerädert. Was war denn los? Victor! Victor! Brain! Tut mir leid. Tantalus hat mich hier festgehalten. Er gehört zum Imperium. Das Imperium versucht verzweifelt an die Mana-Energie heranzukommen. Warum sie jetzt auch den Leuten die Energie entzieht, weiß ich nicht. Ich vermute, dass Tantalus noch mehr im Schilde führt. Ich ahne Fürchterliches. Wir sollten uns beeilen, das Imperium aufzuhalten. Geht ihr zu Aquaria. Ich begebe mich in den Lava-Tempel. Du willst in den Also ich will ja nichts sagen, aber the Lava Temple is done already. I cleared it, because I am the one, the one, the one. Chica Chica Bawa. Ist das ein Traum, dass wir jetzt diesen Boss besiegt haben? Ist euch mal aufgefallen, dass ich bei Bossgegnern sehr oft genau vier Versuche gebraucht. Ich rede nicht mehr. Vielen Dank! Wenigstens weiß sie, dass wir der geholfen haben. Das wissen nicht immer alle, Freunde. Das wissen nicht immer alle. Ich würde jetzt tatsächlich gerne, ein paar Waren einkaufen. Eventuell bei dir, ich weiß es noch nicht. Erstmal ein paar Bonbons. Gimme the Bonbons. I love the Bonbons. Jetzt langt's aber. Alright. Dann gerne nochmal Lebenswasser. Gimme the Lebenswasser. Sehr gut. Damit können wir uns dann auch schon verziehen. Und wir müssen jetzt gen Aquaria gehen. Gehen. Gehen, 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 gehen. Willkommen in Pandoria. Das ist richtig. Hallo. Guten Tag. Vielleicht sollte ich mir jetzt erst einen Speicherpunkt setzen. Also, entweder ich würde es so machen, dass ich jetzt einen Speicherpunkt setze und quasi ein Safe State mache. Oder wir machen es jetzt, wie das Spiel das eigentlich vorsieht. Wir gehen in ein Hotel und legen uns eine Runde schlafen. Keine Ahnung, wo gerade Gretchen gerannt ist, aber ist in Ordnung. Eine Nacht kostet 10 GM. Ich möchte gern bleiben. Und ich möchte nicht nur bleiben, ich möchte auch speichern. Aber ich glaube, das macht man danach. Traumhaft. Oh, Leute. Danke nochmal für eure Tipps, wirklich. Ich kann mich nur bedanken bei den Leuten, die immer in den Kommentaren dauerhaft da sind. Ihr schreibt immer, was für Zauber smart sind. Ihr schreibt, worauf ich gehen soll. Ihr helft mir wirklich weiter, wenn ich euch danach frage, wie man denn weiterkommt. Deswegen herzlichen Dank, dass ihr immer am Start seid und mir gute Ratschläge gibt, damit ich auch wirklich weiterkomme und vorankomme. Herzlichen Dank, ihr macht das Projekt auf jeden Fall zu dem, was es ist und trotzdem bleibt es irgendwo spannend. Hast du mal eine Mark? Ich habe keine Mark, sorry. Dich schieben wir erstmal aus Pandoria raus. Ciao. So, wir müssen zu Aquaria. Wie kam man nochmal zu Aquaria? Ich glaube, man musste hier links laufen und dann nach oben, if I remember correctly. I don't know, man. I think I needed to go to the north right here, but I don't know. Ich weiß auf jeden Fall, wenn das nicht der Weg ist, dann können wir trotzdem den Weg hier langlaufen, weil da die Kanoni-Brüder sind. Und die würden uns dann einfach hinschießen. Falls das hier jetzt nicht der korrekte Weg ist. Aber ich glaube, das ist der richtige Weg. I think so. Ja. Gretke, ganz falsch. Jawohl, schlaue Gretke. Man muss ja auch immer erst auf den Sack fallen, ne? So. Übrigens, wir könnten, wenn wir denn wollen würden, könnten wir jetzt gerade die ganze Zeit Zauber gegen irgendwelche Gegner einsetzen. Weil das habe ich jetzt gelernt, Freunde. Man levelt Zauber, indem man sie einfach die ganze Zeit einsetzt. Ist manchmal ein bisschen blöd, finde ich. Weil das bedeutet, dass du die ganze Zeit Zauber halt immer wieder einsetzen musst, um die zu heilen, um die zu leveln. Und du schmeißt so ein bisschen deinen Mana-Haushalt einfach komplett über Bord. Weil ich brauche ja nicht die Zauber, um die hier platt zu machen. Definitiv nicht. Zum Wucherkater. Da kommen wir aber auf jeden Fall hin, weil wir werden uns jetzt erstmalig, endlich, mal was holen, damit wir unsere Mana-Points aufstocken können, weil das ist sau wichtig. Brauchst du etwas? Zum Beispiel? Da gäbe es einiges. Was möchtest du denn? Ich möchte handeln. Ich habe tolle Sachen im Angebot. Miau. So. Ihr habt mir gesagt, dass, glaube ich, Walnüsse... Richtig? Es waren nicht Walnüsse. Waren es Schokolade? War es Walnüsse? Die kosten 1000. Also es kann gut sein, dass das einfach alles mal voll macht. Schokolade kostet nicht so viel. Wir nehmen einfach mal Schokolade mit. Ich habe keine Ahnung, was Schokolade tut. Vielleicht hilft Schokolade gegen Hunger. Denke ich. Honig auch kein blassen Schimmer, was das tut. Ein Fass
gar keine Ahnung. Ich möchte erstmal nichts mehr. Ich möchte jetzt erstmal verschwinden, mein guter Raffi. Ich hoffe, dem Raffi geht's immer gut. Raffi ist so ein süßer Kater. I love that Raffi. Ich weiß auch gar nicht tatsächlich, wie oft wir Zauber einsetzen müssen. Damit irgendwas gelevelt wird. Oh, und keine schlechte Attacke. Sah auf jeden Fall sehr cool aus. Hier geht's jetzt auf jeden Fall zum wundervollen Tempel, zum Wasserpalast. Ich weiß ehrlich, obwohl, ich denke, wir müssen nach jedem Mana-Kern, den wir... Obwohl, Mana-Kern war das ja nicht, oder? Nee. Wir haben ja nur Tantalus besiegt. Ich weiß nämlich gar nicht, ob man jetzt hier hätte entscheiden können, ob man erst in den Lava-Tempel geht. Nee, du kannst ja erst später in die Ruine. Ich weiß es nicht. Ich denke einfach laut vor mich hin, Freunde. Ich habe keine Ahnung, ob wir jetzt wirklich hier gerade hin müssen. Aber man kann ja ruhig mal gucken. Ne? Hallihallo. Der Mana-Samen des Wassers wurde gestohlen. Ich bin völlig ratlos. Das müssen sie getan haben, während Froster in Gefangenschaft war. Vom Wasser erfuhr ich, dass sie den Samen zum Elfenteich gebracht haben. Ich glaube nicht, dass sie zum Imperium gehört. Bring den Samen zurück. Das müssen sie getan haben, während Froster in Gefangenschaft war. Vom Wasser erfuhr ich, dass sie den Samen zum Elfenteich gebracht haben. Aber ist das nicht der, der im Lavatempel ist? Den haben wir doch schon geholt. Dachte ich zumindest. Okay, jetzt bin ich gerade komplett verwirrt. Ich war sowieso oft verwirrt, dass jetzt Dings nochmal zum Lavatempel wollte. Das habe ich nicht so wirklich gecheckt, warum der da jetzt nochmal hin wollte. Ist das hier ein Schnellweg? Ja! Gottes Willen! Ihr erinnert euch an die Peitsche, wo ich nicht wusste, dass man hier die Peitsche benutzen muss? Das hier ist der Weg, um schnell vom Wasserpalast zum Elfenteich zu kommen, ohne 10.000 Wege zu gehen. That's crazy! Komme, was wolle, haben wir übrigens trotz dessen immer noch. Oh ja, das kannst du auch mal eben kurz machen, warum nicht? Levelst du das auch? Haben wir jetzt ja einen neuen Orb für den Bogen erhalten. Bogen habe ich zwar bisher noch gar nicht benutzt, aber eventuell werde ich das ja in der Zukunft machen. Vielleicht ist der in der Zukunft ja auch nochmal bei irgendeinem Gegner krass. Und da werde ich ihn dann erstmalig benutzen. Hihi. Ich glaube, der Bogen wäre halt auch eigentlich jetzt krass gewesen bei dem Bossfight. Weil ich meine, denkt einfach mal drüber nach. Das ist ein Auge gewesen. Man hat durch 10.000 andere Spiele schon gelernt, Auge gleich Pfeil in Auge, dann kaputt. Allein durch Legend of Zelda oder so. Haben wir ja schon oft irgendwie mitbekommen, dass man die so besiegt. Deswegen, vielleicht hätte man noch mit einem gezielten Pfeil und Bogen noch mehr Schaden gemacht, hätte ihn noch schneller tot gekriegt und dann wäre es jetzt am Ende nicht schon wieder so spannend gewesen, weil die Wand kam, diesmal hat die Wand, glaube ich, sehr, sehr viel Schaden bekommen und kam wirklich extrem schnell auf uns zu. Ich meine, die war schon die ganze Zeit so auf so einem Level, dass die uns gut in den Tod treiben wollte, aber da ist die so schnell auf uns zugekommen, das war eine ganz schöne Hütten-Gaudi. So, einfach nur gerne einmal kurz hier schnell vorbei. Müssen jetzt hier nicht unbedingt jeden besiegen. Sehr schön. Damit sind wir jetzt nämlich auch schon wieder am Elfenteich, wo wir eigentlich den Mana-Samen... Ich dachte gerade, ihr werdet alles Gegner. Das hätte ich ein bisschen heftig gefunden. Ah, hier hat sich aber noch eine zweite versteckt, die ich gar nicht erst gesehen hatte. Leerloot, Leerloot. Ihr lebt ja noch. Danke, I guess. Also, ich lebe noch, ja, korrekt. Vollkommen richtig. Ja, doch, doch. Voll drauf. Wie gesagt, also Levelpunkte kann man sich ja immer mitnehmen, weil wenn die Zauber jetzt nicht gelevelt sind, macht es ja immer noch Sinn, wenn wir uns selber einfach leveln und ein hohes Level bekommen. Weil das wird ja hundertprozentig auch irgendwo in den Schaden skalieren. Weil wenn du ein hohes Level hast, bist du in einem Game ja immer besser, beziehungsweise gut. Deswegen, jeden Gegner sollte man nicht unbedingt einfach umrennen. Da sollte man sich dann wirklich die paar Minuten nehmen, um die Gegner dann auch wirklich noch zu töten.
Weil es dauert nicht lange und bringt gute Erfahrungspunkte. Und das mögen wir. Erfahrungspunkte sind gute Punkte. So. Dann können wir jetzt ja gleich mal gucken, ob wir... also wir können ja sowieso rechts lang gehen, weil wir haben ja diese kleine Abkürzung, um unten in den Lavatempel zu kommen. Eigentlich müsste Victor da jetzt auf uns warten, weil er ja hier hin wollte. Ich bin gerade noch ein bisschen baff, warum wir den Mana-Samen hiervon nicht haben. Weil wir den Lava-Tempel geklärt haben und den Mana-Samen eigentlich aufgenommen haben. Vielleicht habe ich da irgendwie falsch gedrückt und wir haben ihn nie mitgenommen. Ein kleiner Choke an der Stelle. Ich glaube, ich habe zu wenig Geld, um den Orb einzusetzen. Denke ich. Ne, 200. Easy. Geilo. Wir haben mittlerweile alle Orbs, die wir bekommen haben, auch in die Waffen eingesetzt. Das ist ziemlich, ziemlich PogChamp. Da wartet auf jeden Fall Victor jetzt auf uns. Also, das ist jetzt nicht unbedingt falsch gewesen, dass wir hingelaufen sind, sagen wir es so. Das Schiff der Diebe ist in diesem Loch. Wenn du jetzt gehst, sind wir alle verloren. Hast du schon das Wundertau in der Höhle oben gefunden? Wundertau in der Höhle? Die Diebe sind unten. Sie wollen als nächstes den Lavatempel überfallen. Ich gehe in den Tempel und du kümmerst dich um die Diebe. Sei vorsichtig, du weißt nicht, was dich erwartet. Also sind wir jetzt tatsächlich nochmal im gleichen Dungeon. Der Wundertau, von dem gesprochen wurde, ist dann der Boss, den wir hier schon besiegt haben, oder? Weil er wollte uns jetzt ja gerade nicht nach unten lassen, so sah es zumindest aus. Aber ich würde jetzt davon ausgehen, dass wir hier runter müssen. Wenn du jetzt gehst, sind wir alle verloren. Hast du schon das Wundertau in der Höhle oben gefunden? Anscheinend muss ich erst hier nochmal das Wundertau rausholen. Was das jetzt auch genau bedeutet und wo das genau ist. Es sieht nicht so aus, als ob hier jetzt schon Gegner auf uns warten. Die sind ja immer noch alle tot, weil wir eigentlich hier den Dungeon schon geclearet haben. Ist auch weiterhin der Fall. Vollkommen richtig. Gibt es irgendwelche anderen Wege, die ich noch nicht gegangen bin? Wir können jetzt nochmal versuchen, zum Boss zu gehen und zu gucken, ob da noch irgendwas lag oder irgendwas rum... Lunste. Ich muss nochmal einmal kurz auf die Peitsche wechseln. Zick, zick. Rupa. Fertsch. So, dann haben wir das. Und dann sind wir jetzt gleich ja schon fast da. Es waren jetzt nur noch, glaube ich, zwei Treppen hoch. Gucken wir doch mal, ob ich hier wirklich irgendwas vergessen habe oder so. Because I don't remember anything. Das klingt aber echt so, als ob hier noch irgendwas leben würde oder so. Hier war der fette Fight gegen den Fire Gigas. Und hier liegt immer noch der Mana-Samen. Also... Und mit dem Mana-Samen kann ich halt nichts tun. Könntest du denn theoretisch... Ja, das sind ja nur Heilzauber, also die wird ja nicht damit angreifen können. Das ist schon richtig, dass da jetzt nichts passiert. Und sie hat halt keine MP mehr. Wir können jetzt allerdings mal gucken, was passiert, was MP jetzt auffüllt. Schokolade. Schokolade heilt, Freunde. Walnuss? Plus 50. Das hat's auf jeden Fall gebracht. Würde ich mal meinen. Müssen wir eine Frostwelle wieder irgendwo drauf machen? Nein. Der Mana-Samen liegt hier einfach rum. Und ich denke, hier gibt's dann jetzt wohl irgendwo noch eine versteckte Kiste, wo Wundertau ist. Oder so. Nun gut, Freunde. Aber das werden wir uns im nächsten Part angucken. Wir haben ja heute gerade... So gesehen eigentlich trotzdem schon eine Menge geschafft. Ich bin sehr gespannt, wie es hier in der Geschichte weitergeht, was genau die Diebe sind oder wer die Diebe sind. Und wir werden sehen, wie es weiter voranschreitet. Bis dann, euer Brain, Tüdelü mit Ü. Kaprrr.